Manche distanzieren sich von dem Satz des Bundespräsidenten, dass der Islam inzwischen zu Deutschland gehört, oder versuchen ihn eng auszulegen. Ihnen, Herr Aslan, guten Abend, muss der Satz aus dem Herzen gesprochen haben. Guten Abend, so ist es, Herr Kleber, weil das, was der Bundespräsident gesagt hat, ist ein wahnsinnig starkes Symbol, nicht auf die Vergangenheit bezogen, sondern auf die Zukunft. Natürlich ist es richtig, dass die heutige Kultur und Tradition Deutschlands insbesondere durch das Christentum, durch das Judentum geprägt ist, aber auf die Zukunft gesehen wird natürlich der Islam mit unser Land prägen. Und dass wir vor großen Umwälzungen stehen in der Gesellschaft, das ist, glaube ich, uns allen gerade in diesen Tagen sehr klar, und dass das auch zu Ängsten führt, ist auch völlig normal. Es ist nur wichtig, dass die Elite unseres Landes nicht diese Ängste weiter stärkt, sondern den Menschen auch Hoffnung gibt. Weil wenn wir das Ganze auch richtig regeln, wird das Zusammenleben zu wahnsinnigen Chancen führen. Nur wir müssen dafür noch einiges anders machen. Was heißt das denn konkret, wenn in Zukunft neben Judentum, Christentum auch der Islam Deutschland prägen wird? Was hat der Islam zu unserem Wertekanon beizutragen? Der Islam stützt sich natürlich auch auf ein bestimmtes Wertefundament. Und außerdem hat der Islam natürlich unterschiedliche Prägungen. In Deutschland leben wir einen Islam, der sehr stark türkisch geprägt ist. Ein Islam, der beispielsweise in der Türkei auch die Verbindung mit Laizismus und Säkularismus auch am besten in der Welt auch vollzogen hat. Und das ist, wenn Sie so wollen, auch eine Chance für Deutschland. Wir müssen nur auch dieses Wertefundament auch anerkennen. Was ist es denn konkret, worum der Islam Deutschland bereichern könnte? Also beispielsweise sind so Werte wie Familie oder Solidarität in der Gesellschaft zentrale Bestandteile. Nur wenn wir die Muslime in Deutschland ständig problematisieren, werden wir nicht die Herzen dieser Menschen gewinnen. Und ich habe manchmal den Eindruck, als würden wir meinen, das Ganze, was wir Integration bezeichnen, würde über Kurse oder Integrationskurse nur gelingen. Das ist ein sehr, sehr stark emotionaler Prozess, und wir müssen die Herzen dieser Menschen gewinnen. Das können wir auch nur, indem auch die Staatsspitze solche starken Symbole auch aussendet. Nun gehört zur abendländischen Kultur auch die Trennung von Religion und Staat, die im Islam oftmals nicht vollzogen ist. Die Türkei ist da eine Ausnahme. Es gehört für viele auch dazu, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind und vor allen Dingen ihre individuellen Rechte ausleben dürfen. Da erkennen wir in der islamischen Gesellschaft und auch bei den Muslimen, die in Deutschland leben, zum Teil erhebliche Defizite. Was muss sich dort ändern, fragen deutsche Christen und Juden zurück. Also es gibt definitiv, gerade was die Stellung von Mann und Frau angeht, große Defizite, wenn wir das vergleichen mit der heutigen einheimisch-deutschen Gesellschaft. Nur Sie müssen ja sehen, woher die Menschen kommen. Und in den letzten 20, 30 Jahren hat sich eine sehr stark positive Entwicklung vollzogen, was beispielsweise die Stellung der Frau angeht. Und das ist ja auch ein Einfluss auch der deutschen Gesellschaft. Und da kann man ja stolz drauf sein. Nur Fakt ist, solche Veränderungen, die geschehen nicht in ein paar Monaten oder in ein paar Jahren, sondern da braucht man Generationen für. Und ich glaube, dass wir in der Frage auch ein bisschen mehr Geduld brauchen. Glauben Sie, dass Sie noch erleben werden, dass in Deutschland christliche Kirchen und muslimische Moscheen gleichberechtigt nebeneinander stehen mit großer Selbstverständlichkeit und Glocken läuten und Muezzinrufe gleichberechtigt über die Straßen schallen am Wochenende? Herr Kleber, ich hoffe, dass ich das erleben werde, und ich hoffe das insbesondere für meine Kinder und für die nächsten Generationen, und zwar sowohl für die Muslime als auch für die Christen in Deutschland. Nur damit das geschieht, müssen wir noch einiges verändern. Und wir haben in den letzten Jahren viel gemacht, aber ich glaube, dass wir noch nicht am Ziel angekommen sind. Bülent Arslan, geboren in der Türkei, in Deutschland zu Hause. Danke für das Gespräch.